Zwei Sattelschlepper sind auf der A1 bei Nonweller Bierfeld kollidiert. Nach Angaben der Polizei musste ein 40-Tonner aus dem Saarland wegen einer Panne kurz hinter der Abfahrt Nonweller Bierfeld auf dem Seitenstreifen anhalten und konnte nicht mehr weiterfahren. Der Fahrer habe allerdings vorschriftsmäßig abgesichert. Die Feuerwehr musste die verlorene Ladung sichern. Der Fahrer des Pannen-LKW kam mit einem Schrecken davon und wurde nicht verletzt. Der Sachschaden ist hoch. Ja, wir befinden uns hier heute Abend auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Nonweiler Bierfeld und dem Autobahndreieck Nonweiler. Hier hat sich infolge eines Auffahrunfalls zwischen zwei LKWs der vordere LKW in die Böschung hineingegraben und dessen Fahrer wurde eingeklemmt. Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden hierin, die Ladung gegen Abrutschen zu sichern und damit die Einsatzkräfte gefahrlos konnten den eingeklemmten Fahrer befreien und an den Rettungsdienst übergeben. Im Einsatz waren 65 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus drei Löschbezirken von Nonweiler und die Feuerwehr Hermeskeil, das DRK aus Nonweiler und Hermeskeil mit Notarzt sowie die Polizeiinspektion Türkismühle und Hermeskeil. Ein Spezialunternehmen aus der Region nahm noch in der Nacht die Bergung der 240 Tonnen auf.